Da die Abstimmung des letzten Tippvideos Oregon ergeben hat, starten wir deshalb direkt mit den Tipps für die Map. Ich muss mich aber noch entschuldigen, da das die meisten Clips einfach keinen Sound haben. Und los geht's. Für den ersten Tipp braucht ihr den Operator Mute. Und zwar geht ihr unten in den Keller an der Waschküche und placed euer Mute Jammer möglichst weit am Rand hier auf diesem Holzbrett. Danach geht ihr zur Waschmaschine und placed auf der Waschmaschine auch ein Mute Jammer. Diese Mute Jammer verhindern, dass erstens ein Termite oder ein Hibana sich oben durch den Dropper durchsprengen können und auch keine Drohnen vorbeifahren können und der an der Waschmaschine verhindert, dass überhaupt Drohnen runterfahren können. Wenn wir bereits unten im Keller sind, können wir mit zwei der besten Mirafenster weitermachen. Reinforce die Wände einfach wie hier gezeigt und platziert das Fenster möglichst weit rechts. Mit diesem könnt ihr dann die Treppe und den Tunnel recht gut abaimen. Bei dem zweiten Fenster im Keller müsst ihr wieder einmal wie im Video gezeigt die Wände reinforcen und das Fenster möglichst weit links platzieren. Diese bieten eine Sicht auf die Treppe und auf den Dropper. Kurz gesagt, keiner kommt in den Keller. Natürlich darf im Keller keine Maestro-Cam fehlen und deswegen platzieren wir einfach an die rote Wand oben bei der Kellertreppe eine hin. Diese kann einfach den Dropper abaimen und wenn man es nicht so dumm macht wie ich, kriegt man im Normalfall auch die Sprengladung weggeschossen. Um den Keller komplett abzuschließen, machen wir natürlich noch einen Angreifer-Tipp. Schießt, wie hier im Video gezeigt, einfach ein Loch in die Decke rein und werft eine getimte Granate nach unten. So könnt ihr dann, wenn ihr etwas Glück habt, noch einen Gegner wegholen. Noch ein kurzer Angreifer-Tipp und zwar seht ihr hier einen kleinen Peak. Da könnt ihr einfach euch hochseilen und dieses Fenster ziemlich gut abaimen. Hier noch ein Plant im Turmraum, da seht ihr einfach, ihr könnt euch da hochseilen, euer Kamerad kann da die Bombe platzieren und ihr könnt sie einfach ganz leicht abaimen. Ihr müsst dann natürlich auf Steps hören, weil falls sich jemand in die Ecke reinkauert, dann könnt ihr das natürlich nicht abaimen. Die müsst ihr dann manuell holen. Hier habe ich noch ein Mira-Fenster für oben und zwar platziert ihr einfach das Fenster, so wie hier gezeigt, und lauft zu diesem kleinen Schrank außen im Flur, werft da euer C4 hin und sprengt diesen Schrank in die Luft. Danach nehmt ihr eure Shotgun oder euer Mate hat einfach eine Shotgun und schießt da ein Loch rein, so dass ihr dann dieses Fenster sehen könnt. Und dann könnt ihr wieder zurück zu eurem alten Fenster laufen und könnt dieses kleine Fenster, den Gang und auch durch das Bett einfach durchschießen und Gegner holen. Zuletzt habe ich noch zwei sehr unnötige Tipps. Einmal hier ein Echo-Trip. Und zwar stellt euch an das hier gezeigte Fenster auf und schießt das Fenster auf dem Turm auf der gegenüberliegenden Seite auch auf und könnt dann mit einem gezielten Wurf eure Drohne einfach rüberwerfen. Das gleiche geht auch vom Turm dorthin und das ist ein ziemlich unnötiger Tipp, aber kann auch ziemlich lustig sein und vielleicht auch mal hilfreich. Hier noch der allerletzte Tipp, dieser ist zwar wieder unnötig, weil dieses Fenster nicht wirklich viel bringt, aber es ist ziemlich witzig. Auf jeden Fall geht ihr mit Mira an den Turm und placed euer Fenster mit einem gezielten Platzieren einfach dort an die Treppe. Und vielleicht bringt es euch was, vielleicht auch nicht, vielleicht ist es auch einfach der größte Reinfall, das kommt immer auf die Situation drauf an. Ich hoffe, euch haben die Tipps gefallen und ihr könnt die Map jetzt besser spielen und besser ausnutzen.